Hallo liebe Funkfreunde, heute für euch ein Rückblick in die gute alte Zeit des CB-Funks, genauer ins Jahr 1985, wo dieses wunderbare Gerät von Stabo, das XM3500, auf den Markt gekommen ist. Ich selbst bin durch meinen Onkel an das Gerät gekommen und das gute Stück sieht wirklich aus wie neu. Ein paar Kratzer durch die Lagerung im Schlafzimmerschrank sind an der Oberseite vorhanden. Aber das, was am wichtigsten ist, es funktioniert tadellos. Und ich bedanke mich bei Frau Ehrenberg vom Kundendienst bei Stabo, die mir die Bedienungsanleitung der XM3500 zugesendet hat. Wirklich erstklassiger Service. Vielen Dank dafür. Und so kann ich für euch die passenden Informationen aus der Anleitung entnehmen. Fangen wir an mit den technischen Daten. Wie es damals üblich war, hatte es 40 Kanäle FM und 12 Kanäle AM-Modulation. Die Ausgangsleistung war auf FM 4 Watt und auf AM 1 Watt. Frequenzaufbereitung mit PLL Synthesizer, Doppel-Super-Empfangsteil mit HF-Vorstufe, Betriebsspannung 13,2 Volt, LED- und Leuchtziffernanzeige, eine regelbare Squelch und Anschluss für einen externen Lautsprecher. Im Lieferumfang befand sich neben dem Gerät der Montagebügel, das Anschlusskabel für die Stromversorgung, das Handmikrofon mit 4-Pin-Anschluss, Befestigungsmaterial plus Mikrofonhalter und die Bedienungsanleitung. Kommen wir nun zu den Anzeige- und Bedienungselementen der Stabo. Der erste Drehregler auf der linken Seite ist für die Lautstärke bzw. um das Gerät ein- oder auszustellen. Daneben der Regler ist für die manuelle Einstellung der Rauschsperre. Er hat auch noch eine Zweitfunktion. Wenn man am Drehregler zieht, schaltet man um von FM-Modulation auf AM-Modulation. AM-Modulation ist bei den älteren Geräten bis Dezember 2011 nur auf den Kanälen 4 bis 15 möglich gewesen und auch nur mit 1 Watt Ausgangsleistung. Im Vergleich zu heute mit unseren 80 Kanälen FM und 40 Kanälen AM bzw. SSB und der höheren Ausgangsleistung schon relativ übersichtlich. Umso höher war damals jedoch auch die Belegung der Kanäle. Es ging schon oft heiß her und der Kampf um den Hauskanal wurde dann oft auf der Straße entschieden und ich meine nicht im Auto. Da gab es Kuffes, einen auf die Glocke oder auf die 12. Ja, der CB-Funk war damals schon ein sehr sportliches Hobby in manchen Städten Deutschlands. Weiter geht's mit der Anzeige. Dort findet man eine LED-Anzeige, was das S-Meter abbildet. Beim Senden wird mit dieser auch die relative Sendeleistung des Gerätes angezeigt. Dann die Kanalanzeige. Hier eine LED für die Betriebsanzeige bei FM-Modulation. Und hier der Kanalschalter, der wirklich nicht zu überhören ist. Ich muss jetzt gerade mal einen bösen Vergleich machen. Was für die Mutti der Wahlschalter an der Waschmaschine, war für den Vati der Kanalschalter an der Stabo XM3500. Auf alle Fälle, was die Lautstärke des Schaltvorgangs angeht. HI natürlich. Es gibt natürlich auch Muttis, die heute noch sehr gerne funken und für den kompletten CB-Funk allein schon akustisch eine echte Bereicherung sind. Auf der linken Seite des Gerätes findet man auch den Anschluss für das 4-Pin-Mikrofon. Und auf der Rückseite finden wir hier den Anschluss für die Antenne. Dort finden wir einen 3,5-Klinken-Anschluss für einen externen Lautsprecher und den Anschluss für die 13,2 Volt Stromversorgung. Okidoki, hören wir uns die Kiste jetzt im Betrieb an. Testen werde ich nun den Klang des internen Lautsprechers und die Modulation der XM3500 mit dem beigelegten Originalmic. Audiotest des internen Lautsprechers der Stabo XM3500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, Z. Okay, liebe Funkfreunde, ihr hört den internen Lautsprecher der Stabo XM3500. Ende. Audiotest Modulation der Stabo XM3500.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Liebe Funkfreunde, ihr hört die Modulation der Stabo XM 3500 mit dem Original-Mic ohne Modifikation. Ende. Mein Fazit zu dem tollen alten Gerät. Das Teil funktioniert wie neu vom Händler. Die Verarbeitung ist top. Die Qualität der Drehregler und Schalter ist äußerst stabil. Bei dem Gerät stimmt einfach alles. Die Bedienung ist total einfach, sowie auch selbsterklärend. Das Original-Mic klingt kräftig und sorgt für gute Modulation. Alles in allem auch heute noch ein guter mobiler Begleiter, wenn man mit 40 Kanälen FM und 12 Kanälen AM auskommt. Am Ende des Videos möchte ich sagen, dass ich ein großer Freund von alten funktionierenden Funkgeräten bin. Ich sammle aber nicht jede Büchse. Es sind die Geräte, die ich mir als Kind in den Katalogen von Quelle oder Neckermann angeschaut habe. Damals hatte ich keine Möglichkeit, an ein solches Gerät zu kommen. Heute schon eher, und da freue ich mich, wenn ich fast 40 Jahre später mir diese großen Wünsche von damals für heute kleines Geld erfüllen kann. Ich sage vielen Dank und hoffe, euch hat dieses Video gut gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben, wie aber auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Mit den besten Grüßen aus Neuwied am Rhein. Bye, bye. Bauer, bereiche der da den noch nicht. Was noch von Schmerz? Ja. Was für ein Ort, Mann? Boom. Ja, nur so. Du nur so. Wenn man das redet, recht Verwandtschaft, das geht doch nicht. Ja, und es sei mir, da ist Verwandtschaft. Ja, nu. Jetzt haben wir mich hier. Mike Nummer zurück, die Propagation ist sehr gut. Okay, wir melden Nikolaus aus Italien. Ja, das ist Nikolaus aus Italien, aber im Moment kommt Spanien sehr stark rein. Jetzt leider wieder nur hier. Wunderbar. War dieselbe Leistung wie die ganze Zeit, reine 4 Watt.